Der Markt ist am Beben. Wie ihr richtig viel Geld jetzt in kurzer Zeit mitnehmen könnt und eine richtig geile SBC, dazu und vieles mehr nach dem Intro. Let's go! Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, bevor wir jetzt mit der altbewährten Coin-Methode anfangen, möchte ich euch erstmal die neue SBC zeigen, die heute erschienen ist. Und dies. Und nochmal geil, das ist die garantierte Shapeshifter-Spieler-SBC. Dazu müsst ihr ein 87er Team abgeben, was euch rund zwei, viele haben ja schon Spieler im Verein. Die SBC wird euch schätzungsweise zwischen 200.000 Münzen kosten, was eigentlich schon sehr fair ist, da wenn man in Relation zu den Spielern, die man bekommen kann, das vergleicht, lohnt sich es auf jeden Fall. Fast kein Spieler ist unter 100.000 wert. Das heißt, ihr könnt fast nur in seltenen Fällen Verlust machen. Also die kann ich auf jeden Fall zu Herzen legen und auf gut Glück könnt ihr Ronaldo oder so ziehen. Ja, so. Jetzt ein Trick, den ich euch zu Herzen legen wollte. Viele kennen ihn bereits schon. Damit habe ich jetzt aber über 200.000 Münzen gemacht. Das ist die Bronze-Pack-Methode. So, viele werden sich denken, oh nein, wieso Bronze-Pack-Methode? Man macht ja die Bronze-Pack-Methode am Anfang des Jahres, um mit einem Pack, was 750 Münzen kostet, um deine möglichst hohe Value rauszuholen, da man ja fast alles für 150 Münzen loskriegt. So Fitnessverträge und so. Wieso soll man sich das jetzt kaufen? Und es hat einen folgenden Grund, nämlich habe ich jetzt um die 50 Packs schon gekauft und habe über 30 Spieler schon verkauft. Wie ihr seht, habe ich leider nur noch zwei auf der Transferliste gelassen, da ich die anderen schon aus Versehen gelöscht habe. Und zwar sieht es wie folgt aus. Seht ihr, die gehen hier für 15.000 weg, manche für 6.000. Das liegt daran an der beispielsweise Bundesliga SBC, da solche Spieler sehr gefragt sind und ihr eigentlich fast keinen Verlust machen könnt. Da in vielen Bronze-Packs, sagen wir mal, in jedem fünften Bronze-Pack ist ein Bronzespieler der Bundesliga drin. Und der ist dann mindestens 6.000-7.000 wert. Besonders wenn er aus Vereinen wie Paderborn oder Fortuna Düsseldorf ist, dann ist halt der Wert immens. Seht ihr, ich habe noch nie gesehen, dass ein Bronzespieler für 15.000 wegging. Meiner ging aber weg und die Methode kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ein bisschen Münzen machen wollt. Wenn ihr nicht B-Coins da habt, dann würde ich sie auf jeden Fall empfehlen. Kann man auf jeden Fall nichts falsch mit sagen. Könnt ihr mal versuchen, 20.000 zu investieren. Habt ihr 30 Packs in einer. In 30 Packs habt ihr bestimmt 3 bis 4 Bundesligaspieler, was dann um die 30, 40.000 Münzen ist. Das heißt eigentlich Verlust ausgeschlossen, das ist ja ein garantierter Gewinn. Jetzt nochmal zu den Shapeshiftern an sich, weil ich noch dazu kein Video gemacht habe, da ich die letzten 2 Wochen pausiert habe. Also mega Karten, mega. Auf alle Fälle würde ich euch empfehlen, wirklich die SBC zu machen, da wenn man Ronaldo und Kanté zieht, seid ihr abgesichert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Shapeshifter-Team 1 auch dabei ist mit Benyedda, aber ansonsten, wenn nur das Team ist mit den 11 Spielern, dann habt ihr nur einen Spieler, bei dem ihr Verlust machen könnt, der 90.000 ist, der Rest ist alles über 200.000. Das heißt, man kann eigentlich nicht falsch machen. Ich würde es jedem empfehlen. Am Ende des Videos werde ich euch noch dann ein paar Packs zeigen. Was wir alles gezogen haben, war der Wahnsinn. Wir öffnen einen Shapeshifter, garantiert der SBC, und ich ziehe einen Spieler, der über 370.000 wert ist. Bleibt einfach dran und viel Spaß mit den Packs. Ich habe mir gedacht, wir gönnen uns mal ein Pack, weil ich noch lange keins aufgemacht habe. Einfach aus dem Store. Ein 25k-Pack. Wir können ja nichts verlieren. Haben wir gleich einen durch. Oh, Win vom Walkout! Spanien, ach, die sind ja eh nichts wert. Das Team der Woche ist scheiße. Saul, passt, sage ich ehrlich, nehmen wir mit. Wir können ja nichts falsch machen damit. Ja, schauen wir einfach. So, jetzt geben wir noch das Pack ab. Für ein Foot Champions Upgrade Pack. Da bin ich jetzt gespannt, was drin ist. Und wir öffnen. Ach du Scheiße. Werner bringt uns nicht so viel, da wir ihn bereits in der 90er-Version haben. Santi Cazorla haben wir als Footmiss-Version, da müssen wir Lecomte nehmen. Na, der wird dann für die nächste SPC abgeben. Also das ist echt eine Frechheit. Nämlich habe ich ja Sterling gezogen und dachte, dass der wenigstens etwas wert war, aber der lag dann, glaube ich, bei 30k. Von daher. Oh, in vom Walkout. Portugal.
Bruno Fernandes, geil. Geil, und der dürfte auch was wert sein. Wo ich mich gerade beschwert habe, dass 88er nichts wert sind, ziehe ich Bruno Fernandes, der 350k wert. Wahnsinn, also sehr gut. Das nenne ich mal. Machen wir mal dann die Packs auf. Das erste Pack wird gleich ein Durchläufer. Oh, es wird eine Champions League Karte. Italien, ZM, Verratti. Ja, kann man mitnehmen fürs Rating. Da ich hier Kimmich abschließen werde, nehme ich einen 86er gerne mit. So, jetzt wohl zum geilsten SBC des Tages, also zum geilsten Pack. Machen wir mal auf und hoffen auf Frank Ribéry. Also erstmal müssen wir hoffen, dass es ein Walkout ist, dass wir nicht den abnormalen Verlust gemacht haben. Und er geht durch. Schweiz. Ah. Nein. Boom, Babu. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ich habe gerade irgendwie mit Zacharia gerechnet, aber Babu ist schon eine nice Karte, muss man sagen. Hat auf jeden Fall geile Werte als Sechser. Ob er Kimmich verdrängen kann, ist die andere Frage. Wir schauen mal, was er wert wäre. 370.000. Auf jeden Fall seht ihr, ihr könnt quasi fast gar keinen Verlust machen mit den Shapeshiftern. Von daher, also der ist halt nicht tauschbar, aber ich meine, was ihr da für Spieler bekommen könnt, Ronaldo, Ribéry, im Vergleich dazu würde ich den auf alle Fälle mitnehmen. Ich habe jetzt überlegt, eigentlich mir Ribéry vorne zu holen und dafür dann Lewandowski zu verkaufen, aber ich bin noch am Überlegen, ja. Also freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.